Willkommen zurück. Oh, ich habe mich verklickt. So, wir gehen weiter. Wir wollen hier raus. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen, aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Ja, das ist mir bewusst. Da sind wir. Wir geben direkt Gas. Aber mit Alistair. Oh, da geht's auch direkt los. Ein Wolf. Dem geben wir direkt ein Schild nochmal schön ins Gesicht. Ja, wie wär's, wenn er einfach mal hin läuft? Ja. Der kam zu spät. Aber Alistair läuft jetzt mal vor, weil da kommen noch deutlich mehr. Alistair kann sich jetzt mal hinstellen. Und ich werde jetzt weiter mit ihm spielen. Und schön von hinten überfallen. Da vor mir ein paar sind, kann ich mehrere angreifen. Jetzt greife ich, jetzt greife ich ihn an. Sie nehme ich aus dem Kampf. Greife weiter ihn an. Geht in seinen Rücken ran. Ein One-Hit, fertig. Super, alles sagt gut. Jetzt ein bisschen Schaden kriegt. Alles nicht so tragisch. Mach's mal kurz ein bisschen leiser. So, während die regenerieren, so schnapp ich mir mal die Wurstfälle. Und was ist das denn? I'm brief. Alles klar. Codex-Eintrag. An Toter. Oh, neue Quest. Ja gut. Schauen wir mal, ob wir die machen. Da ist eine Wildnisblume. Die müsste für die eine Quest sein. Jo, Quest aktualisiert. Perfekt. Sterbender Soldat. Holla die Waldfee. Dann wollen wir da mal kurz hin. Oh, der hat... Ja, aber wir wollen auch zum... Also jetzt haben wir den sterbenden Soldaten ausgeraubt. So, wir gehen hier weiter. Oh, okay. So, wir gehen hin, schalten das ein und hauen ihn um. Wir haben das eingeschaltet, weil da jetzt Fernkämpfer sind. Was die machen, weiß ich im Einzelnen gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum er immer in Nahkampf geht. Ist mir jetzt egal. Er kann nämlich ihn jetzt in Lahm legen. Und mit ihm werde ich jetzt einfach nur versuchen, möglichst viel Schaden auszuschlagen. Beziehungsweise möglichst schnell einen nach dem anderen umzunutzen. Ah, Entschuldigung, Mann, was denn los? Umzunutzen. Der stirbt. Ich bin weiter nach oben. Ja, wie soll ich sagen, es ist mir ziemlich egal, ob jetzt welche von mir sterben oder nicht. Weil es sich einfach nicht lohnt, da weiter zu haken. Ja, ach so, er ist schon tot. Ja, ich habe jetzt keine Lust, richtig aufzupassen. Ist auch gerade irgendwie verlegen. Deswegen will ich die Konsequenzen tragen. Was nicht weiter tragisch ist. Wenn noch einer stirbt nicht. Da das wie Davis ist, den ich nicht so mag. Ist mir egal. Später werde ich da mehr aufpassen, keine Sorge. Aber für so einen Umschlag nutzen. Nee, lass mal. So, da war das erste Fläschchen der dunklen Brut. Und das zweite. Eins brauchen wir noch. Hoffentlich hat der's. Schauen wir mal. Ja, natürlich hat er es nicht. Aber wir treffen dann auf Dunkelboot. Oh. Das ist der Pervers hier unten. Seht ihr das? Da hängen drei. Drei gute, tapfere Männer, würde ich sagen. So, wir ziehen weiter. Da oben sind Kisten. Da renne ich jetzt aber nicht hin. Ich hole mir die Elfenwurzel. Ich werde es tun. Den ich halt trinke für wertvoller als Rüstung. So. Schauen wir mal auf der Karte. Wir rennen weiter, wir rennen weiter, wir rennen weiter. Auf die Uhr, 4 Minuten noch, sehr gut, ich bin gleich Level up. Alistair noch lange nicht, weil wenn der bedrohen hat, dann schippt mir auch keiner mehr. Und wir gucken. Oh, es wird gespeichert. Und wenn ich das hier sehe, die Toten, dann finde ich das überhaupt nicht mehr schön. Also ich weiß nicht, was hier abgegangen ist.
Und... Ah, ich bin mit Darien gelaufen. Mist, Mist, Mist. So, da ist ein Hörlocke Santa. Aber den ignorieren wir erstmal. Denn Elsa kriegt den Schaden und das ist völlig egal. Das ist nicht so schlimm. Wir sehen erstmal zu, dass wir... Oh, nicht nur einen Schuss, sondern gleich drei umsetzen. Und jetzt kommen wir zu den Hörlocke Santa. Wow, heilige Scheiße. Wir kümmern uns jetzt aber ganz schnell um den Hörlocke Santa. Grausam, was ist denn da passiert, ey? Das wird mir wieder ein, zwei Leute, werden wir wieder sterben. Aber es ist mir jetzt völlig egal. Boah, da habe ich aber voll geschlafen. Ja gut. Schauen wir mal, ob wir das noch retten können. Aussieht. Finden wir das? Der Gegner ist tot. Ich stütze mich auf den Gesandten. Ja, Davis stirbt jetzt immer wieder. Es ist mir jetzt aber auch völlig egal, ernsthaft. Boah, es sind so viele. Es sind so viele. Also, ja, furchtbar. Furchtbar gespielt, das gebe ich jetzt einfach mal so zu. Viel zu viele Umschläge verbraucht jetzt. Aber da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ich muss mal eben sehen, dass ich das hier überstehe. So, und jetzt werden wir den Gesandten hier oben lassen, weil das ist ein Magier. Natürlich, hätte ich schon die ganze Zeit machen müssen. Blöd man nicht. Los geht's. Da muss noch einen kleinen Umschlag nehmen. Aber ist nicht so tragisch. Die Hauptsache ist, wir überleben das jetzt erstmal. Ich sage, wenn der gesamte Tod ist, dann ist halt alles halb so gut. Puh! Ja, ich sag euch, ein Wahnsinnskampf. Und damit beende ich auch vor The Dragon Age. Und zwar an Ort und Stelle. Und ich sag mal, bis morgen. Toller Kampf. Intensivst pur. Und ab da werde ich habe keinen Bock mehr jetzt so zu spielen. Ich werde mich jetzt reinhängen. Und ja, bis morgen.